Hä? Okay, ich werde jetzt einfach drauf scheißen, mir die Uhr holen und gucken, was passiert. Und dann, ja. Majima? Was? Was? Muss ich mir Sorgen machen? Also ich werde sie kurz auf das Buch nochmal ansprechen, dann hole ich, also ne, nutze ich die Uhr. I didn't hear you come in. Best night ever. Was abgeht? Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. Last try sozusagen. Aber ich musste wirklich noch 2, 3 Durchläufe machen, bis ich überhaupt an der Stelle ankam hier. Also wie gesagt, ich musste mit dem Dad nochmal reden. Wise man once say, it's only by... Wow. Never doubt my readings. Yeah. Ja. Bestimmt irgendwas von Yakuza wieder. Die Uhr kann ich ihm leider nicht geben. Das bringt nicht viel. Wir haben ja schon alles Mögliche durch, alle möglichen Enden gesehen. Ich weiß halt, wie ich mit ihm zu verfahren habe. Die Frau muss ihm tatsächlich das Foto und die Uhr geben und ich muss ihm den Schrampler geben. Aber ich will jetzt eigentlich nur zu dem Ende kommen, dass ich dem Dad sozusagen in der Schleife aus dem Wälzer was vorlese. Und ich weiß auch nicht, an welcher Stelle, um ehrlich zu sein. Diese Sounds, voll eklig. Bevor ich erstmal nicht antworte. Und dann Buchzitat mache oder so. Manchmal ist es bei dem Spiel so ungewiss, weil so kleine Details so großen Unterschied machen können. Hey, there he is. You're back. Look, I know this is. Aber das ist halt nicht der Vater, das ist halt der andere Dude irgendwie. Das ist super random. Um zum Vater zu kommen, muss ich halt eigentlich, wie gesagt, ihm den Strampler geben, die Frau muss Bescheid wissen. You deserve, both of you deserve better. You know, the thing I hate the most, worst thing in the world, disappointing my little girl. Well, that was the worst thing. And now a baby. Ich glaube, das ist ja einfach gerade nicht möglich. You, with your little love. I guess it was always gonna happen. Hey, it's only by forgetting that we ever really dropped the thread of time and approached the experience of living in the present moment. You read that one, eh? Oder doch? Baby Gloomy. I know the idea of forgetting things sounds crazy. But it's only by forgetting that we ever really dropped the thread of time and approached the experience of living in the present moment. That's enough. This has to be done. You just won't. Hey, jetzt tut er. Hätte ich das andere auswählen müssen? No! Ich dachte, wir reden noch ein bisschen über das Buch. Sir? Jesus, dieses Spiel ist so Difficulty. Nochmal. Okay, wir hatten gerade die Möglichkeit, was anderes auszuwählen, aber ich habe das Buch wieder ausgewählt, weil ich dachte, wir bleiben bei dem Buch, wir wählen das andere gleich nochmal aus. Allerletzter Versuch jetzt aber. Ach Gott, ey. Fuck it. Hat auch langsam keinen Bock mehr, ne? Hallo, ich muss ins Bad, bitte. Oh, von der Arbeit nach Hause und kann nicht mal direkt auf Toilette gehen. Ganz schlimm. Da hatte sie abgeschlossen. Wer schließt denn bei sich zu Hause sich selbst ins Bad ein? Sehr eigenartig. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. Ich gehe erstmal eben hier rein. Ihr müsst ja den Scheiß immer noch auswendig können. Direkt über los.
ziehen direkt die Taschenuhr ein. Und dann kaufen wir uns die Schlossstraße. So. Ups. One more time. Ah! Schocky Side ist gekommen. Hallöchen, einen wunderschönen guten Abend. Willkommen, willkommen. Hast du jetzt auch ein Wochenende vor dir oder noch irgendwie Arbeit am Wochenende oder so? Hey. Soll jetzt wieder ein bisschen warten? You're back. Look. I know this. Schlossallee. Entschuldigung. But we need to be on the same page. These feelings for my nicht Straße. Ach, okay. Ist schon ein paar Jahre her, dass ich das gespielt habe. Hey, it's only by forgetting that we ever really dropped the thread of time and approached the experience of living in the present moment. You read that one, I. Aber kein gab zum Spielen und I know so. The manchmal idea hatten of forgetting Lust. Sounds crazy, but what if you could? I can help with that if you want. All you have is the future. You'll forget everything you went through. All the pain, all the stress, forgotten. Forever. But you need to understand, there is no turning back. Okay, hört sich gut an, euer Deal. Undo this. We can talk about it still. You can choose an answer. You don't have to forget if you don't want to. The choice is yours. This is your last chance. Herr, ist das App verprügelt mich jetzt nicht? I hope you find what you're looking for. All right. Close your eyes. I want you to think of a flower. Focus. Breathe. Look at its contours, its curves. Now I want you to imagine it changing, moving backward, returning to its bud. Think of that bud, unopened and fresh and new. Look at it as a whole. Don't just notice the changes. Let go of how you saw this before. Don't let anything override the perception of how you see this today. Just focus on that bud, then silently repeat these phrases. May you be free from suffering. May you be free from fear and anger. May you know peace and joy. It's the middle! So krass jetzt so auch wieder nicht, aber ist keine Zeitbombe. Eigentlich muss da mal hin. Ach, Kacke. Fällt um die Uhrzeit? Also morgen dann. Nee. Ich hoffe, dann ist es auf jeden Fall schnell erledigt, dass es nicht zu viel ist. Wandern da ist immer nervig, fand ich. War ein bisschen Abwechslung, aber immer nervig, weil es immer dasselbe ist. Interessantes Ende. Also, basically, he teaches them how to, Zeitsprung und so weiter. Totaler Abfuck. Totaler Abfuck. Aber damit haben wir jetzt wirklich alle Enden gesehen. Wirklich. Alle. Also, wie gesagt, ich kann nur wiederholen, wirklich kleinste Sachen können hier das größte Ausmaß haben. Das ist Wahnsinn. Manchmal einfach Geduld der Schlüssel ist. Jetzt spielen wir ein neues Spiel, was auch der Entspannung dient. Hallo Dragon Boy, einen wunderschönen guten Abend. Nice one, Ende ist Ende. Ja. Also das ist sozusagen Ende 1. Das haben wir jetzt als letztes geholt. Finde ich gut. Passt ja wie über.
Ja, aber ich schaff's halt wirklich nicht mehr als eine Stunde an Lumion zu sitzen und zu spielen, weil wirklich bei einer Hand jetzt mittlerweile so sehr weh tut. Klappt nicht. Ich habe jetzt das entspannteste Spiel überhaupt aller Zeiten rausgesucht. Das ist mehr oder weniger ein Wimmelbildspiel. Und wie gesagt, ich fand das einfach so geil gezeichnet, weil mich das an eine Zeichnerfreundin erinnert, dass ich gesagt habe, yo, brauch es. Zurückgespult ans Ende. Schön. Kann man auch so machen. Es ist so wild. Oder an den Anfang? Tja. Ups, ich dachte, es geht weiter am Schollygog. Ich wollte nur schon mal umstellen, dachte ich nebenbei. Aber das ist keine gute Idee gewesen. Also jetzt geht sozusagen wieder der Anfangssequenz los. Das ist schön, wie hat wirklich alles zusammenhängt. Es ist toll.